Wie man diese leckere Marillenmarmelade aus diesem Marillen macht, gibt's hier in diesem Video. Als erstes nehmen wir ein Kilo Marillen und tun die Kerne raus. Danach werden die Marillen in kleine Stücke geschnitten. Achtung, hier ist es wirklich egal, wenn ihr die Marillen kauft, wie die ausschauen, die können zerdetscht und alles sein. Wir kochen sie eh ein. Wichtig ist nur, dass die Marillen gut nach Marillen schmecken und nicht unreif sind. Hier muss ich jetzt leider neu vertonen, weil der Wind so laut war auf dem Balkon. Also ich erkläre hier, ich habe hier den Schlierzucker 1:1, den nehme ich immer. Meiner Meinung nach ist es der beste. Es gibt auch 2:1 und 3:1. Das ist einfach, dann braucht ihr weniger Zucker, also es wird weniger süß. Und ich mag es auch nicht so süß, nehme aber trotzdem den 1:1, weil ich nehme einfach weniger. Also beim 1:1 müsste man jetzt nehmen praktisch 1 Kilo Frucht, 1 Kilo Zucker. Dann wird es aber viel zu süß. Dann Achtung, dann ist es so wie die gekauften im Supermarkt, einfach nur so Zuckermarmeladen. Jetzt nehme ich hier 1 Kilo Marillen und nehme 650 Gramm Zucker. Dann ist es nicht so süß und auch nicht so dick, also nicht so geliert. Das ist für mich perfekt. Für die meisten wird aber wahrscheinlich der 2:1 Gelierzucker die richtige Wahl sein. Wie gesagt, das ist bei mir nur die persönliche Vorliebe. So, nehmen wir jetzt ungefähr 650 Gramm Zucker statt 1 Kilo. Dann ist es für mich für die Süße perfekt und es ist auch nicht so geliert, so dick. Das Ganze wird jetzt verrührt. So. Und jetzt wird das auch erhitzt. Ja. Laut den Gelierzuckerpackungen, die mixen das gleich. Ich mache das erst warm und mixe es danach. Und das in den Topf rein. Sobald das Ganze ein bisschen warm geworden ist, nehme ich den Küchenmixer und dann mixe ich das durch. Das kann man jetzt mixen, wie man will. Man kann es komplett durchmixen, wenn man überhaupt kein Fruchtstückchen mehr haben möchte. Oder man kann es so ein bisschen noch ein kleines Stückchen haben. Das ist je nach Vorliebe, wie es einem am besten schmeckt einfach. Jetzt gebe ich noch den Saft von einer Zitrone dazu und dann wird das Ganze aufgekocht und es sollte genau ungefähr 4 Minuten kochen. Einfach 4 Minuten köcheln lassen und dann ist das Ganze fertig. Sollte ein bisschen viel Schaum entstehen, dann könnt ihr das gut mit einem Schöpflöffel in den Schaum ein bisschen abseihen. Dann zu guter Letzt kommt noch die Gelierprobe. Einfach die Marmelade auf den Teller tun und den Teller so ein bisschen rumschwenken. Und dann sollte das ein bisschen eindicken. Also es sollte nicht wie Wasser sein. Bei mir ist es aber hier relativ flüssig noch, weil ich das so gern habe, die Marmelade, wenn sie nicht so geleartig wird. Also sie rinnt bei mir ein bisschen langsam. Wenn ihr es ganz dick haben wollt, müsst ihr natürlich, sollte das stehen. Ich zeige euch dann zum Schluss, wie die Marmelade ungefähr bei mir ist, wenn sie hier so rinnt. Und jetzt kommt das ganz Wichtige. Gießt die am besten in so einen Messbecher mit einer Ausgangkanne. Weil mit einem Suppenschöpfer habt ihr nur eine Kleckserei. Es gibt auch spezielle Einfüllhilfen, die gehen auch super. Aber das hier hat jeder zu Hause und geht meiner Meinung nach am allerbesten. Hier trefft ihr es so super ins Glas und nichts tropft und nichts kleckert. Mit diesem super Einfülltrichter jetzt einfach die Gläser füllen. Bis oben hin, so weit ihr nur könnt, also möglichst wenig Luft drin haben. Wir füllen das bis oben hin und seht ihr, wie das hier schön geht. Hier kleckert gar nichts, das geht auf den Tropfen, das ist perfekt einfach. Und wenn ihr die gefüllt habt, einfach einen Deckel drauf und dann werden die Gläser umgedreht. Passt bitte auf, die Gläser sind sehr, sehr heiß. Man kann sie fallen lassen, vor lauter sind sie heiß. Ja, es ist mir noch nie passiert, aber könnte vielleicht einem passieren. Also greift sie vorsichtig an oder nehmt einen Geschirrhanger dazu. Dann einfach irgendwo in ein Lager stellen und lasst die kühl und dunkel lagern. Die Gläser müsst ihr euch übrigens nicht extra kaufen. Da könnt ihr einfach ganz normale Marmeladengläser nehmen, was ihr schon zu Hause habt von früher. So wie hier zum Beispiel, jetzt steht dann oben ein Himbeerpickerl. Ist ja scheißegal, ihr wisst ja, was drin ist, ihr seht es ja. Und sonst könnt ihr die auch anschreiben. Also müsst ihr hier nichts extra kaufen, die gehen alle perfekt. Das ist super. Und hier sehen wir jetzt die Konsistenz. So ist ungefähr meine Marmelade. Wie gesagt, sie ist nicht zu dick. Das mag ich nicht so, diese stichfeste. Ich habe so schön, sie soll nicht flüssig sein, aber sie soll noch so, einfach so wie ihr auf dem Video seht. So schmeckt sie mir am besten. Und nun ist unsere super Marmelade fertig. Lasst sie euch schmecken. Wie gesagt, ihr könnt natürlich auch 2 oder 3 Kilo gleich verwerten und machen. Ich würde zum Anfang, wenn ihr das erste Mal macht, auf alle Fälle nur 1 Kilo machen. Da habt ihr ungefähr 3 Gläser. Und das Gute ist, wenn sie euch dann zu süß ist oder wenig zu süß, dann könnt ihr das nächste Mal das dann mit dem Zucker regulieren. Ihr könnt natürlich auch alles andere nehmen, wie Marillen, jedes andere Obst. Es ist bei jedem Obst ein bisschen mit dem Zucker ein bisschen anders. Das andere ist saurer, das andere ist süßer. Probiert da ein bisschen rum. Und ja, Marmelade ist was Tolles. Hey, super, super schnell, einfach gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und wenn ihr noch wissen wollt, wie meine Frau diese leckeren Brote backt, dann klickt einfach hier rauf.